Hallo, meine lieben Yokai! Und willkommen zurück zu Yokai Watch Wibble Wobble. Wir sind in dem endlosen Inferno, dritter Kreis. Und wenn wir heute richtig auf die Kacke hauen und richtig loslegen, dann kommen wir auch sogar zum Bosskampf. Und es ist Tranatol auf Trocken am Start, der uns mehr, ich glaube, Erfahrungspunkte gibt. Aber naja, wir haben ein volles Level 50 Team aka. Das bringt uns gar nichts. Ja. Wir haben doch schon mit allen Yokai die nötigen Erfahrungspunkte gesammelt. Also brauchen wir uns hier auch nicht einen dicken Larry schieben. Von wegen möglichst viele Erfahrungspunkte zu kriegen, weil wir brauchen die Erfahrungspunkte nicht. Ja. Wir haben das gar nicht nötig. Nee, das haben wir nicht nötig. Wir sind sowieso schon out auf Erfahrungspunkte. Also in diesem Sinne gucken wir, dass wir allerhöchstens mal noch alle möglichen Ulti-Seals raushauen, bevor es dann gleich heißt. Der Redunskai hat mal wieder die Gegnerschaft zerborsten. Jawohl. Also let's go. Schade, ich dachte, ich könnte aber vielleicht noch irgendwie relativ viele Shogunans abstauben, sodass wir hier noch natürlich auf die nächste Ulti-Seal kommen, was wieder mehr Geld beinhaltet hätte. Aber leider nicht. Gibt Tranatol vielleicht auch mehr Geld raus? Nee. Nur mehr Erfahrungspunkte und ihr seht 5000 EP. Es ist halt... Haben wir jemals mehr Erfahrungspunkte in einem Kampf gemacht? Weiß das noch jemand? Haben wir jemals in einem Yokai Watch Wibble Wobble Kampf, Yokai Watch Wibble Wobble Kampf, ich kann wieder kein Deutsch und rede wieder viel zu schnell, lol. Ich rede wieder viel zu schnell. Lel. Nee, hat es jemand noch irgendwie einen Blickwinkel, ob wir hier schon mal in einem Yokai Watch Wibble Wobble Kampf mehr als diese eben angezeigte Erfahrungspunkteanzahl bekommen haben? Ich glaube nämlich nicht. Wir hatten zwar schon mal einen Tranatol-Kampf, aber ob wir da auch 5000 Erfahrungspunkte draus gezogen haben, ich weiß es nicht. Ich denke mal, es hat sich ja ziemlich gut exponentiert. Und zwar mit der Tatsache, weil wir halt sehr viele Punkte gehabt haben. Ne? Wie viel hatten wir am Ende des Tages? 600.000 Punkte oder so. Das war schon relativ geil. Ja, es war sehr geil. Kann man nicht meckern. So, und jetzt gucken wir, dass wir unter die 80 Sekunden kommen, damit es auch da vielleicht einen zweiten Stern für gibt. Der mir jetzt nicht so unbedingt wichtig ist, aber ihr wisst. Ja. Oh, ja. Moin! Wir bekommen... wie hieß die nochmal? Nicht Cobra-Mods, ne? Ich glaube, Cobra-Mods war ein anderer, ein völlig anderer. Lalala, Urnakonda. Okay, ich war nah dran, glaube ich. Konda, Cobra-Mods. Ich denke, da kann man doch auf jeden Fall sagen, dass man an dem richtigen Namen ziemlich nah dran war. So, ja. Freundsfalter. Auch wieder Easy-Going-Challenge hier auf Trocken am Start, meine lieben Fräuleins. Oder wie es Whisper sagen würde. Ja, meine lieben Yokai, ich wollte jetzt nicht wieder ausrasten, weil ich will diesen, ich will jetzt nicht sagen Witz, aber ich möchte diese Pointe nicht jedes Mal so ausschlachten, dann ist es auch irgendwie nicht mehr lustig. Wenn wir nach jedem zweiten Satz, meine lieben Yokai, schreien. Da ist der Witz auch irgendwann ausgewitzt. Oder muss ja auch nicht sein, ne? Das bringt mich auf ein kleines Thema für heute. Ne? Und zwar, es gibt ja Leute, die mich schon seit 2016 kennen. Und es ist auch kein Geheimnis, dass sie so ungefähr alles von mir wissen. Es gibt auch Leute, die kennen mich schon seit Ende 2014 oder seit 2015. Also schon etwas länger. Und die haben von mir quasi Sprüche gehört, die ich heute nicht mehr sage oder vielleicht nicht mehr so oft sage. Zum Beispiel, oh, was könnte ich da nennen? Ohne Witz, das gibt die Klicks! Das zum Beispiel, ne? Das ist ein Spruch, der aus dem Jahre 2016 kam. Und auch ein bisschen Germi-mäßig angehaucht war, ja.
Und den sage ich ja, wie ihr wisst, heute eigentlich gar nicht mehr. Der Grund dafür, ich weiß es nicht. Die Witze oder diese Sprüche, die... die schlachtet man aus, bis sie irgendwann mal langweilig sind. Oder bis einem neue Sprüche einfallen, sodass du diese alten Sprüche vergessen hast. Und es gibt auch Leute, wie gesagt, vor 2016, die kennen von mir, wie gesagt, Sprüche, die es auch auf so einem Merch-Shirt gab, und zwar mein Alle-Sprüche-T-Shirt. Vielleicht kennt von euch jemand dieses Shirt noch oder hat sogar so ein Shirt. Und da standen also Sprüche drauf, wie zum Beispiel alte Drecksau oder was weiß ich nicht alles. Also ziemlich viele Sprüche, und ich bin mir nicht mal sicher, wie viele Sprüche oder wie viele Floskeln von den Sprüchen ich heute noch benutze. Klar, es gab, glaube ich, auf dem Shirt auch so Sprüche wie Bruders und Schwestes. Das sage ich ja heute noch, weil das halt dann wirklich so ein Insider ist oder so eine Floskel ist, die sich noch bis heute wie ein roter Faden durch den Kanal zieht, weil es einfach einer meiner Floskeln ist, die ich wirklich, glaube ich, jetzt momentan noch am meisten benutzt habe innerhalb der letzten Jahre. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Viele Sprüche nutze ich heutzutage gar nicht mehr, weil sie sich einfach abnutzen, irgendwann langweilig werden, fallen mir aus dem Gedächtnis, aus den Augen, und ja, somit sage ich halt die Sprüche, die ich damals gesagt habe, heute nicht mehr oder nur zu seltenem Maße. Gerade weil sie sich nämlich immer wieder wiederholen, und zwar so lange und so oft, dass sie auch irgendwann langweilig werden, sich abnutzen und halt nicht mehr ins Gespräch kommen. Oder in die engere Auswahl sie zu nutzen. Ja. Zum Beispiel so ein Spruch wie die alte Drecksau, den habe ich ja auch so ein bisschen umgewandelt zu, na, der ein oder andere kennt es sicherlich noch, lol. Und zwar so Sprüche wie, du so! Das zum Beispiel kommt ja heute noch ein bisschen vor. Es ist zwar nicht der 1 und 1 DSL-Modem. Es ist zwar nicht der gleiche Spruch 1 zu 1, aber ja, ich sag mal so. Wäre ich jetzt der Leiter für Kundenzufriedenheit, dann wären die alten Hasen auf meinem Kanal sicherlich nicht so zufrieden. Weil ich mich ja voll geändert hätte. Ja, mein Gott. Ich kann auch die ganzen Jahre lang euch eintrichtern, dass der Epic Fish Chicken McBarbecue Porno ziemlich geil schmeckt. Ich könnte mich aber auch wieder auf neue Territorien besinnen. Sage ich jetzt mal. Ja. Sage ich jetzt mal. Wage ich jetzt mal zu behaupten. Wir bekommen einfach zweimal die Shogunian Ultiseel aka. Wir rasieren heute. Und zwar in einem Kampf. Und das Ganze mit, ich schätze mal so, 800.000 Punkten. Safe. Ha, ich bin ein heftiger Typ, ey. Ich bin schon ein heftiger Brecher. Lol. Ja, 700.000. Das ist doch sicherlich... Das ist doch jetzt mal hier was Gutes, Mensch! Das gibt doch hier die Kohle! Und die ist auch hier nicht ohne. Wir schaffen es heute echt noch zum Boss. Das ist jetzt nicht gedacht. Wir sind ja einfach in zwei Parts durchgekommen. Das ist unglaublich. Nice, nice, nice. Aber obwohl ich dann irgendwie noch so alte Sprüche, alte Floskeln in Anführungsstrichen habe, wie zum Beispiel Brudes oder Schwestes, nutze ich sie heute immer noch. Also so Sprüche wie Brudes oder Schwestes, die werden mir nicht langweilig. Klar, letztes Jahr kam dann natürlich auch der Spruch Bruds zum Vorschein. Und ihr müsst wissen, der Unterschied zwischen Brudes und Bruds ist halt... Naja, falls jemand das... Falls jemand hier irgendwie neu ist oder relativ neu ist auf dem Kanal und nicht weiß, was Bruders oder Schwester es heißt, das ist eigentlich gleichbedeutend mit Bruder oder Schwester. Nur mit dem feinen, aber kleinen Unterschied, dass es halt einfach in meiner floskelartigen Sprache ist. Also Bruders heißt quasi Bruder und Schwester ist halt Schwester.
Nicht mehr und nicht weniger. Ich sage mal so. Bruts ist eigentlich gleichbedeutend mit Brudes. Aber das war so eine lustige Geschichte von einem, ich glaube, frühen Stream aus 2017. Und zwar hat jemand mal mir im Stream gespendet gehabt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Stream das war. Auf jeden Fall wurde mir halt Geld gespendet in dem Stream. Und er hat halt Brudes reingeschrieben, der Spender. Und die Spendendame, das ist halt so eine Roboterstimme, die halt den Text vorliest, der geschickt worden ist, wenn man mir etwas spendet. Und diese Spenden-Roboterstimme sagte halt statt Brudes Bruts. Und seitdem nutzen wir das halt, ne? Ja. Aber ich finde so Bruts oder Brudes ist halt so ein Wort, sind halt solche Floskeln, Wörter, die, ich würde schon fast sagen, immer Bestand haben auf meinem Kanal. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Brüdes, Schwestes, Brudes, Bruts, sowas halt, was richtig schön behindert ist. So, wir haben vor uns Captain Charon. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie wir ihn klatschen. Ist Rambizambi nicht die Entwicklung von Pfannes? Kann sein. Na gut, Captain Charon. Ich glaube, der war so drauf, man hat ihn, glaube ich, immer schaden können. Nur links und rechts von ihm tauchen halt auch mal Fische, auf die er angelt. Oder wie war das? Oder hat er uns nicht irgendwie mit seinem Angelhaken die großen Wapwops weggeangelt, die wir gebildet haben? Ich weiß es nicht. Wir hören rein. Oh, sieh mal, da ist Captain Charon. Er bringt das Puzzlefenster mit seiner großen Angelroute gern durcheinander. Achte beim Fortfahren auf die Angriffsanzeige des Gegners. Die Angriffsanzeige? Was für eine Angriffsanzeige? Meint er diesen Timer von wegen 5, 4, 3, 2, 1? Wahrscheinlich. Boss-Tipp, Captain Charon, pass auf, dass er dir deine Riesen-Wap-Wops nicht wegangelt. Ja, der ist quasi genauso wie damals am Waldberg. War das der Waldberg-Boss? Ich glaube schon. Aber wieso ist Wubblewutz dann nach ihm gekommen? Ich weiß es nicht. Also hier im endlosen Inferno, wie wir sehen können, kommt Captain Charon vor Dunkelwutz. Aber, oder wie war das nochmal? Nee, Dunkelwutz kam vor Captain Charon, hier im endlosen Inferno. Aber in der Story kam, glaube ich, Kutakan vor Wubblewutz. Was auch immer der Grund dafür ist. Ja gut, weil wir natürlich zuerst auf dem Waldberg waren und dann sind wir nach Blütenmühl gekommen. Okay. Naja gut, Boss dritter Kreis, Captain Charon ergreift eine großen Wipwop an, indem er sie einholt. Sie werden dir weggeangelt! Wenn Captain Charon Counter 0 erreicht, fischt er vielleicht einen einer großen Wipwop, also solltest du vorher mit ihm angreifen, bevor ihm das gelingt. Okay, und hier schon mal direkt richtig krasse... Stimuleo-Action. Heftiger Auto. Das Weggang ist natürlich das folgende Problem, ja. Jetzt kann ich natürlich nichts mehr dagegen tun, dass er mir ein paar Speise weggeangelt hat. Ist ja richtig nice. Aber ja, wir sollten uns merken. Ach, leck mich doch fett. Er nimmt uns halt die potenzielle Möglichkeit, unsere Fieberphase ausreichend zu benutzen. Und zwar indem wir halt Ulti-Sales machen bis zum Umfallen, ne? So, okay, oh, Shogun, das Ulti-Seal. Komm schon. Gut, dann eben nicht. Aber das könnte wieder so ein Bosskampf werden, den wir in schnellstmöglicher Ausführung zu Ende bringen. Und ich glaube, er wird gleich geklatscht. Wie viel Schaden hat er bekommen? Nicht wenig, aber auch nicht genug. Und das werden wir jetzt nachholen. Wir haben bis jetzt jeden Boss aus dem endlosen Inferno gefirstried, ne? Heftiger Auto, Jungs und Mädels. Heftiger Auto. Gut gemacht. Er hat wirklich fürchterlich ausgesehen, nicht wahr? Vorwärts. Und eine weitere spirituelle Studie, Jungs. Geil. Ja. Und jetzt ist die Frage des Tages. Auf wen wenden wir die an?
Ich würde mal sagen, auf Verspeiser. Ja. Vorher nochmal rausfinden, wie der Angriff ist oder wie der Schaden ist. 45 Punkte, okay. 45 Punkte. Und wie sieht's nach der spirituellen Studie aus? Wir haben jetzt 4 spirituelle Studien für Verspeise rausgeworfen. Hoffentlich ist es das wert. 59. Ja. Das ist okay. Gut, aber wie es weitergeht, das finden wir im nächsten Part raus. Es, ich sag mal so, es wird garantiert nicht der vierte Kreis kommen. Ja, also. Was denkt ihr euch denn überhaupt? Lol. Aber ich würde auch mal ganz gerne rausfinden, wo gibt es denn hier nochmal spirituelle Studien zu gewinnen? Bei 2000 Sternen. Okay. AK Mission Impossible. Ich weiß sowieso nicht, ob wir hier nochmal irgendwie an großen Loot oder an große Belohnungen kommen, weil momentan haben wir nämlich ja die meisten Sachen abgefrühstückt, ne? Die wichtigsten Sachen. Hm. Wir kriegen halt momentan nur noch Geld für Sachen, ne? Und hier sind auch nur noch Herausforderungen und sonst ist hier gar nichts mehr. Rang E-Prüfung? Das sieht interessant aus. Boah, kriegt man hier Asche. Heftig. Geheimer Level 10 im Abwasserkanal F. Nur unter Verwendung von Yokai des Ranges A. Wieso bekommen wir dafür mehr Geld als für eine Rang-E-Prüfung, wo es noch schwieriger ist? Weil Rang-E-Yokai halt meistens kacke sind? Keine Ahnung. Gewinne Usapion als Freund. Und wie soll das funktionieren? Ich dachte, man kann ihn gar nicht befreunden, weil er halt ein Boss-Yokai ist. So habe ich das jedenfalls zu hören bekommen. Und hier sind es schon erhaltene Belohnungen. Also, so viele Quests haben wir halt echt nicht mehr, ne? Warte mal kurz. Flosse Furioso? Oh. Oh. Okay. Ja, das sind so solche Quests, in denen wir die einfach nur auf ein bestimmtes Level bringen müssen. Rote Münze S. Krass, krass, krass. Das sind halt Peinlager Ultiseelschlag Level 2. Müssen wir da damit seine Ultiseel auf Level 2 bringen, damit wir das hier bekommen? Wahrscheinlich. Also ihr seht, das sind halt gar nicht so krasse Belohnungen, die man hier bekommt. Klar, da war wieder mal eine spirituelle Studie dabei, aber ich sag mal, durch die Mission bekommst du eigentlich kaum noch spirituelle Studien. Also frage ich mich, so wenn ich jetzt nochmal irgendwie mit einem S-Rang anfange, wie soll ich ihnen noch mal bitte mit weiteren spirituellen Studien vollpumpen, ohne jetzt groß auf den Daily Login zu warten mit den Belohnungen. Ich weiß es nicht. Schimmer! Dass ich je die Sonne wiedersehen würde. Schimmer zu deinen Diensten. Ja, cool, je. Einen weiteren Tapfer-Yokai. Dich kann ich gebrauchen in meinen Reihen. Thanks for being here, Boots. Alles klar. Brudingos, das wär's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Yokai Watch Wibble Wobble sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann tut das, damit ihr nämlich nichts mehr verpasst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao.